Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Planet Zoo. Ja, wir sind immer noch im Szenario. Beim letzten Mal durften wir den Affen befreien. Jetzt einstellen und... Stelle einen Techniker ein und klicke auf einen Weg, um ihn im Zoo zu platzieren. Um Zaun reparieren. Ich sollte mal erstmal ausquatschen, bevor ich was anklick. Ja. Okay. Ach, Besucher Centus von Black. Ich selber. Techniker. Zack. Klicke dann erneut auf den Weg, um einen zweiten Techniker einzustellen. Wie du siehst, musst du nicht jedes Mal in die Personalverwaltung, wenn du mehrere Mitarbeiter desselben Typs einstellen willst. Mann, wir haben einiges erledigt, oder? Das war gute Arbeit. Ich hol mir mal einen Kaffee. Ich glaube, Bernie will dich sprechen. Dann hol dir mal einen Kaffee. Ich habe gehört, du hattest Probleme mit einem entflohenen Bonobo. Das Wichtigste ist, dass du dich schnell darum kümmerst, bevor das Tier noch Klamotten stiehlt, sie anzieht und dann verkleidet durch das Haupttor nach draußen spaziert. Unsere Tierärzte haben nämlich auch die Aufgabe, Forschung zu betreiben. So können sie Beschäftigungsgegenstände, zusätzliche Informationen für Bildungsobjekte, bessere Zuchtprogramme und besseres Futter freischalten. Also... Futter für die Tiere. Forschung allein reicht nicht, um das Essen in der Kantine zu verbessern. Naja, wie dem auch sei. Wie du siehst, ist Forschung ein wichtiger Bestandteil des Zoobetriebs. Damit ein Tierarzt Forschung betreiben kann, benötigt er ein Forschungszentrum. Leider hat dieser Zoo hier keines. Also lass uns ein solches Zentrum bauen. Ich habe eine geeignete Stelle dafür markiert. Ja, wo hast du denn markiert? Ja, okay. Dir ist sicher aufgefallen, dass an der Stelle, an der du das Forschungszentrum bauen sollst, schon ein Gebäude steht. Aber keine Sorge, das Gebäude dort ist nur ein Rohbau. Wir können das neue Gebäude also dort errichten. Wenn du das Forschungszentrum auswählst und dann über den Rohbau bewegst, wirst du gefragt, ob du es dem bereits bestehenden Gebäude hinzufügen willst. Okay. Klicke, um das zu tun. Allerdings ist das Forschungszentrum damit immer noch nicht platziert. Zuerst müssen wir es drehen, damit es automatisch mit dem Weg verbunden ist, wenn wir es platzieren. Achso, das ist ein Gang. So. Okay. Ausgezeichnete Arbeit. Mit unserem neuen Forschungszentrum können wir unserem Tierarzt direkt eine neue Aufgabe zuweisen. Beachte, dass Tierärzte nur Forschung betreiben, wenn sie keine anderen Aufgaben haben. Du kannst über das Infofenster eines Tierarztes zwar bestimmen, um welche Aufgaben er sich kümmern soll, aber das ist jetzt erstmal nicht weiter wichtig. Lassen wir unseren Tierarzt Cutters erforschen. Geh in den Zoobereich und wähle dort Veterinärforschung. Okay. Du siehst dort eine Liste aller im Zoo vorhandenen Tiere sowie alle Krankheiten, die potenziell auftreten können. Ziehe den Tierarzt einfach über den Eintrag Cutter, um mit der Forschung zu beginnen. Was ist da für Sachen drin, ey? Schon so ein bisschen was. Wenn ich so darüber nachdenke, ich glaube, wir haben gar keine Infotafeln oder Lautsprecher beim Gehege der Cutters. Lass uns dorthin gehen und ein paar aufstellen, damit unsere Gäste mehr über unsere pelzigen Freunde erfahren können. Okay. Stellen wir zunächst zwei Infotafeln auf. Platziere sie an der Gehegeumzäunung und zwar so hoch, dass die Gäste sie lesen können. Alternativ setzt du sie auf einen Ständer. Auf einen Ständer. Wo haben wir die denn? Ist das? Einrichtung. Wo sind die Infotafeln?
Ist das das Info? Nee. Ist das das? Warnschild nicht füttern, nicht stören. Ah. Warum ist er nicht selbst angegangen? Da hinten. Wie rum ist das eigentlich gedreht? Oder sollen wir einfach hier platzieren? Jetzt müssen wir noch festlegen, zu welchem Tier Informationen angezeigt werden sollen. Wähle eine Infotafel aus, um ihr Infofenster zu öffnen. Ja, dann kleinen Moment. Du aus dem Menü Cutter aus. Aber da wärst du sicher auch selbst drauf gekommen. Wenn du eine Infotafel oder einen Lautsprecher mit einem Tier verknüpfst, musst du darauf achten, dass sich dieses Tier auch in der Nähe befindet. Sonst verwirrst du die Gäste nur. Ach. Wird doch lustig. So, okay. Cutter. Ups, falsch rum. Ja, voll falsch rum. Ich würde sagen, so rum. Okay. Da muss auch noch ran, ne? Ich würde sagen, da machen wir auch noch eins ran. Warum? Warte mal, das ist das. Winkel in Richtung. Okay. Cut das. Nun, da wir die Infotafeln haben, sollten wir noch zwei Lautsprecher aufstellen. Bei Lautsprechern können die Gäste einfach zuhören, um mehr über das Tier zu erfahren, anstatt sich die Information mühsam durchlesen zu müssen. Du darfst Lautsprecher aber nicht zu nah beieinander aufstellen. Sonst verstehen die Besucher den Text nicht, der vorgelesen wird. Wäre doch gar nicht so schlimm. Lautsprecher. Da vorne ist ein Lautsprecher. Wo ist denn das Ding da drin? Da. Jetzt müssen wir die Lautsprecher nur noch mit dem Cutter verknüpfen. Das geht genauso wie bei den Infotafeln. Und so und... Klasse. Oh, du solltest übrigens noch beachten, dass Infotafeln und Lautsprecher Strom benötigen, damit sie funktionieren. Ohne Strom bringen sie dir also nicht viel. Oh, scheinbar hat unser Tierarzt die Forschung zu den Cutters abgeschlossen. Wir müssen jetzt die Ergebnisse abrufen. Klicke dazu entweder auf die Benachrichtigung oder öffne wieder den Bereich Veterinärforschung. Okay. Komm, weiter. Hol die Forschungsergebnisse ab. Tierärzte erforschen das jeweilige Tier nach Abschluss einer Forschungsstufe weiter. Wenn sie einmal in Fahrt sind, wollen sie vermutlich nicht gleich wieder aufhören. Nachdem wir jetzt etwas für unsere Gäste getan haben, sollten wir auch etwas für die Cutters tun. Einige Tiere wie die Cutters haben ein Kletterbedürfnis. Das bedeutet, sie brauchen eine gewisse Kletterfläche. Du kannst dieses Bedürfnis stillen, indem du einen Kletterrahmen aufstellst. Finden wir aber erstmal heraus, wie viel Kletterfläche die Cutters noch brauchen. Wähle einen von ihnen, um ihr Infofenster aufzurufen. Klicke dann auf den Reiter Gelände. Gelände? Wie du siehst, brauchen die Cutters noch sehr viel mehr Kletterfläche. Zum Glück habe ich schon einen Bauplan für einen Kletterrahmen für dich. Du kannst den Rahmen entweder so aufstellen oder selbst einen gestalten. Tiere haben übrigens nicht immer nur ein Kletterbedürfnis. Einige Tiere brauchen zum Beispiel Wasser im Gehege, damit sie schwimmen gehen können.
Man muss da wirklich sehr aufpassen. Okay. Da. Kletterflächen. Ah. Lemur Kletterpark. Hallo? So. Das ist ein toller Kletterrahmen für die Cutters. Den werden sie garantiert lieben. Aber weißt du, was sie noch glücklicher machen würde? Besseres Futter. Aber das gilt vermutlich für uns alle, nicht wahr? Du kannst besseres Tierfutter durch Forschung freischalten. Glücklicherweise haben wir schon welches für die Cutters freigeschaltet. Also musst du nur dafür sorgen, dass sie es ab sofort aufgetischt bekommen. Rufe jetzt das Infofenster des Geheges auf, indem du das Gehege der Cutters auswählst. Das Ding voll am Schweben ist. Normalerweise müsste das sich anpassen noch. Oder so. Hallo? Okay, Doppelklick, komm ich da ran. Das sollte gar nicht angezeigt werden, aber gut. Was wollt ihr denn jetzt eigentlich? Ändere die Futterqualität der Tiere. Das ist ein toller Kletterrahmen für die Cutters. Den werden sie garantiert lieben. Aber weißt du, was sie noch glücklicher machen würde? Besseres Futter. Aber das gilt vermutlich für uns alle, nicht wahr? Du kannst besseres Tierfutter durch Forschung freischalten. Glücklicherweise haben wir schon welches für die Cutters freigeschaltet. Also musst du nur dafür sorgen, dass sie es ab sofort aufgetischt bekommen. Rufe jetzt das Infofenster des Geheges auf, indem du das Gehege der Cutters auswählst. Aha. Jetzt öffne den Reiter Tiere. Super. Wie du siehst, kannst du hier die Futterqualität ändern. Klick einfach auf das Dropdown-Menü und wähle Futterqualität Stufe 2. Futterqualität Stufe 2. Da läuft mir sofort das Wasser im Mund zusammen. Aha. Alles klar. Ein neuer Kletterrahmen und besseres Futter. Mann, diese Viecher werden echt verwöhnt. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns um eine der wichtigsten Aufgaben des Zoos kümmern. Tiere in die Wildnis zu entlassen. Wenn wir das Gefühl haben, dass ein Tier bereit dafür ist, können wir es in die Wildnis entlassen. Aber woran erkennt man das? Nun, zum einen ist das Alter ein entscheidendes Kriterium. Wir wollen schließlich keine Jungtiere oder Senioren freilassen. Außerdem muss das Tier zeugungsfähig sein, denn schließlich wollen wir, dass sich die Art in der Wildnis vermehrt. Tiere mit gutem Fruchtbarkeitsgen eignen sich also besonders. Aus dem Alter und der Fruchtbarkeit ergibt sich dann auch, wie viele Arterhaltungspunkte wir bekommen, wenn wir ein Tier freilassen. Arterhaltungspunkte sind sehr wichtig. Sie sind praktisch das Lebenselixier deines Zoos. Denn je mehr Arterhaltungspunkte du hast, umso mehr Tiere kannst du aufnehmen und eine umso höhere Qualität haben die neuen Tiere. Behalte das immer im Kopf. So, und jetzt lass uns zum Orang-Utan-Gehege gehen. Orang-Uta? Ein Freilassen. Finde bitte Agung, einen Borneo-Orang-Utan, und wähle ihn im Gehege an. Du kannst dazu entweder die Tiere einzeln anklicken oder du klickst die Gehegeumzäunung an, wechselst im Infofenster zum Reiter Tiere und wählst Agung in der Tierliste aus. Agung. Das Agung. Agung. Entlass Agung in die Wildnis. Dung! Freilassen. Agung, Borneo Orang-Utan. Für bessere Lebenszeit. Passvolle Sterne. Verbleibende Fruchtbarkeit. Oh. Fruchtbarkeiten.
Arterhaltungsstatus. Kann nicht rückgängig gemacht werden. Oh, 1171 Punkte. Ich weiß, es ist traurig, dass er geht. Aber er wird es in freier Wildbahn gut haben. Und er ist ein prima Kandidat, denn er ist jung, kräftig und fruchtbar. Das war sehr gute Arbeit. Du hast wirklich Potenzial. Ah, wie ich sehe, hast du deine Hausaufgaben gemacht. Wobei man kaum von Hausaufgaben sprechen kann, wenn es um etwas so Putziges wie Katas geht. Wäre es in der Schule weniger um Mathe und mehr um Mandrills gegangen, hätte ich bestimmt bessere Noten gehabt. Ja. Bisher haben wir uns nur um die Gehegetiere gekümmert. Jetzt sind die Vivarientiere an der Reihe. Bauen wir zuerst ein neues Vivarium. Ich habe eine Stelle für unser neues Vivarium markiert. Begib dich bitte dorthin. So, lass uns jetzt in der Lücke ein neues Vivarium errichten. Füge es einfach dem Gebäude hinzu, genau wie das Forschungszentrum, und platziere es dann in der Lücke. Ja. Muss das halt echt genau haben. Moment. Ups. Was singt das? Ah. Sehr gut. Als nächstes musst du ein Tier für das Vivarium auswählen. Wie wäre es mit der Gila-Krustenechse? Nimm über den Vivarienhandel eine dieser Echsen auf. Vivarien, ja, so. Die Musik ist gerade ganz schön laut. Gila Krustenechse. Wie sieht die eigentlich aus? Genau wie bei Gehegetieren müssen wir auch die Gila Krustenechse dem Vivarium zuweisen. Klicke auf das Vivarium, um sie dorthin zu setzen. Verschieben. Wenn du ein Tier in ein Vivarium setzt, wird es automatisch passend für das Tier eingerichtet. Das heißt allerdings nicht, dass alles perfekt ist, also kümmern wir uns jetzt um den Rest. Als erstes fügen wir ein paar Beschäftigungsobjekte hinzu. Klicke das Vivarium an, um das Infofenster aufzurufen. Natürlich klickt er wieder falsch an. Die Steuerung ist noch so gewöhnungsbedürftig. Klicke jetzt auf den Reiter Layout. Layout. Sind leider nur Beschäftigungsobjekte der Stufe 1 freigeschaltet. Aber platzieren wir zumindest eins davon für die Gila-Krustenechse. Wie du weißt, kannst du weitere Beschäftigungsobjekte freischalten, indem du deine Tierärzte-Forschung betreiben lässt. Jetzt müssen wir noch die Temperatur und die Feuchtigkeit im Vivarium festlegen. Das ist sehr wichtig für das Wohlergehen der Gila-Krustenechse. Klicke auf den Reiter Klima. Hier siehst du, welche Temperatur und Feuchtigkeit die Krustenechse bevorzugt. Du kannst beide Einstellungen über die Regler unten anpassen. Sorge dafür, dass sich die Echse richtig wohlfühlt. Mal gucken. Ich glaube, ich habe das so hochgedreht gerade. Oder? Ja. 36 sollte reichen. Oder? Nee, das ist sogar gleich zu wenig. Mach mal 39 Grad. Feuchtigkeit. Ah, so also setzt du es zurück, alles klar. Ach, da und Feuchtigkeit. Das sind ungefähr 15%, glaube ich. Die Feuchtigkeit. Na, dann zeig mal, ob ich richtig gelegen habe. Na? Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch die Einstellung für die Fenster vornehmen. Wähle dazu den Reiter Fenster.
Du kannst jedes der vier Fenster eines Vivariums anpassen. Es kann geschlossen oder offen sein oder als zwei- oder dreidimensionales Hintergrundbild fungieren. Wieso probierst du nicht ein wenig mit den Einstellungen herum? Welches ist denn das? Falsche Seite? Falsche Seite? Du kannst auch noch eine Infotafel aufstellen, auf der die Gäste Informationen zu dem Tier finden. Lass uns das jetzt machen. Das sieht doch besser aus, wenn das schön an der Wand ist. Obwohl, Moment mal, das war 4, naja. Dann ändern wir das nochmal ganz kurz. Das sieht doch gut aus. So kann man es so machen. So, Einrichtung. Da, Infotafel. Jetzt. Automatisch. So. Das sind deins hin. Klasse. Jetzt können die Besucher mehr über unseren giftigen Freund hier erfahren. So, jetzt habe ich eine größere Aufgabe für dich. Ich will, dass du die Zahl der im Zoo vorhandenen Arten erhöhst. Du solltest dazu Vivarien und Gehegetiere aufnehmen. Und du wirst entsprechend neue Vivarien und Gehege für sie bauen müssen. Na, dann mal los. Ich schaue wieder vorbei, wenn du fast fertig bist. Warum in der Transportbox? Na komm raus da. Okay. So, neue Vivarien. Und Gehegetiere. Halt in dein Zoo mindestens 12 Tierarten. Oh, der Regen. Was ist das denn hier für ein Gebiet? Okay. Ich muss mal warten, bis der Regen aufhört. Du siehst ja kaum was. Ja. Hier haben wir sowas. Ich muss mal Platz finden. Durch die Bäume siehst du so blöd was. Hier sind die Vivarien. Ja, wo haben wir denn noch Platz? Neue Forschung abgeschlossen. Ja, lassen wir mal weitermachen. Wo könnte ich denn noch was hinmachen? Was haben wir hier eigentlich drin? Hier haben wir die Orang-Utans drin. Borneos. Nach der Art. Bonobo. Borneo. Wie viel haben wir denn eigentlich jetzt von der Währung? 2000. Und so sind. Das ist das. Verschieben.
So. Was so da, okay. Was war das? Ein neues Tier ist im Zoo eingezogen. Aber wir müssen andere Tiere haben. Andere Tiere. Oh mein Gott, Pause. Das ist ein Vivarium. Könnt eigentlich. Einrichtung. Ist das? 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 Wo haben wir das denn? Kopie. Das ist zu viel. Das war zu viel. So was hier. Ach. Ich will nur das kleine Gebiet da. Okay. Du kannst das halt markieren. Ah. Blockiert. Man kann hier sowas hinbauen, ja. Voll in der Luft. Das ist ein Vivarium. Ist da jetzt noch so ein Vivarium drin? Schon? Vivarien anfordern. Was können wir denn da reintun? Das nächste. Das sind alle. Achso. Schnecken. Ach, Alter. Aha. Das kann nicht freigelassen werden. Ein Vivarium. Ja. Und was leidet es? Wohlbefinden. Blende. Layout. Das Layout. Machen wir mal so. Feuchtigkeit. Ich glaube, das sollten so 70 sein. Nee. Okay. Nach hinten raus war, glaube ich, das da. Nein. Normalerweise kann man das so machen. 3D. Okay. 3D. Zack. Und 3D. Okay. Das wäre dann so. Was sagt denn sein Wohlbefinden? Ja, Rien. Temperatur. Warum die Temperatur mit einem? Jetzt, dass ich scanne. Das ist so echt minimal. Was hast du denn noch für Probleme? Gar keine mehr? Sehr schön.
Ich mach mal kurz langsamer. Aber neue Tiere. Tierhandel. Aber Vivarien. Mark. Art. Und kann man auch nach neu sortieren irgendwie? Alles aktualisieren. Tierhandel. Tiermarkt. Belohnung. Aber ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, werde ich erstmal die Aufnahme beenden und sag damit bis zum nächsten Mal bei Planet Zoo. Ciao, ciao.